So, hallo und herzlich willkommen zu den nächsten circa 4 nachkommentierten Parts, die jetzt folgen werden. Ja, ich bin erstmal dumm darum gesprungen, das weiß ich. Ja, ich habe ja schon letzte Folge erzählt. Ich habe ziemlich viel Scheiße gebaut in dieser Aufnahme. Und das falsche Headset ausgewählt, beziehungsweise mein Kamera-Mikrofon ausgewählt. Und dadurch war der Sound so scheiße, dass ich das hier jetzt alles nachkommentiere, um euch nicht diese Grütze bieten zu müssen. So, was haben wir denn heute vor hier? Mal gucken. Ja, genau, geh auf die Karte. Nein, die Karte. Ach so, ja, genau, erstmal einen Fähigkeitenpunkt, verteilen, ja, hier, Reaper, Ernte, das Ware, bla bla bla, entfesselt, verursacht, Rat, kostet 200 Tonnenpunkte. Ja, nicht so dolle, ne? Aber, eigenes Tod umgibt sich mit einem nekromantischen Schild, bla bla bla, da habe ich schon ein Schild gelesen, hab mir schon gedacht, oh ne, so eine Scheiße. Unvergänglich, erhöht die Gesundheit der Gerufenen, bla bla bla, auch nicht so dolle. Alles halt irgendwie nicht so das Wahre. Entschuldigung, ich musste gerade mal eben niesen. Ja, und dann habe ich mich halt für Ernte entschieden. So, und ja, was wollen wir jetzt tun? Ja, Heiltrank. Genau, rüste erstmal Ernte auf Y bitte. Oder lieber A. Nein, mach Y. Na los. Genau, LBY, das ist gut. Jo, das stimmt jetzt alles. Blub, da habe ich schon meine Ghule, die ich eigentlich total scheiße finde, aber da wollte ich einfach mal gucken, was die so machen und wie lange die halten. Und habe dann gemerkt... Ja, scheiße, ne? Die halten ja gar nicht so lange irgendwie. Ja, oh, ich musste gerade mal gehen, tut mir leid, ey. Ich bin heute echt spät aufgestanden. Das ist echt schlimm. Ja, wie gesagt, die halten nicht wirklich lange vor, diese Ghule. Und das ist eigentlich ziemlich behindert, weswegen ich dann, die, glaube ich, niemals einsetzen werde und bei nächster Gelegenheit die vielleicht sogar wieder rausschmeiße und mir dafür was anderes holen werde, weil das geht ja irgendwie, kann man das ja, man kann ja da, die Leute dann rausschneiden. Also hier die, nicht die Leute, sondern da die Ghule hier in dem Falle, dann das Upgrade, meine ich. Das Upgrade kann man ja dann, wieder rückgängig machen. So. Ja, hier habe ich erstmal 2 Stunden gebraucht, um zu sehen, wo ich hin muss. Und dann kam ich einfach mal auf die Idee, mal bei aktive Aufgaben zu gucken, finde den verlorenen Tempel. Habe mir dann gedacht, ja, okay, dann läufst du einfach mal los. Und ich bin gelaufen und 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 immer weiter gelaufen und habe dann irgendwann mal gemerkt, boah, warum nehme ich jetzt diesen ganzen Weg eigentlich auf mich? Ich porte mich einfach mal wieder zu dem anderen Punkt hin. Das wird dann gleich noch kommen. Das geht jetzt noch Stunden so weiter übrigens mit dem Laufen erstmal. Jetzt habe ich noch den Weg gesucht, weil ich nicht mehr wusste, wie man da rauskommt. Ich weiß gar nicht, was ich hierzu sagen soll. Das ist einfach gerade so dumm, was ich da gemacht habe. Warum bin ich da erstmal hingelaufen? Das war doch klar, dass da bei diesem riesigen Feld, dass da nicht wirklich was sein wird. Ja, und dann ist mir dann die Idee gekommen, ich guck doch einfach mal nochmal. So. Zurück zur Gussfestung. Was übrigens eine, wie ich finde, gute Idee war. Es wäre zwar, glaube ich, eigentlich egal gewesen, wo ich hingegangen wäre, ob ich jetzt weitergelaufen wäre oder zurück zur Gussfestung, aber Gussfestung war dann doch eine gute Idee, weil ich aus der Gussfestung schnell wieder rausgekommen bin. Entschuldigung, ich habe Schnupfen. Ja, und da habe ich erstmal überlegt, in welche Richtung muss ich eigentlich. Warum auch immer ich das gedacht habe, ich weiß es gar nicht mehr. So, dann gehen wir mal hier hoch, ne? Da oben sitzt schon wieder unsere Krähe. Ah, ich weiß, es ist keine Krähe. Oder? Es ist eine Krähe, es ist ein Vogel, verdammter Vogel. Nennen wir ihn Kunibert. Kunibert, der Vogel, das ist gut. Der durch Türen fliegen kann, die geschlossen sind. Rätselmusik. Dü, dü, dü. Keine Ahnung, ich kenne die Musik nicht auswendig.
Die Musik, ey, ich komme darauf immer noch nicht klar. Die ist eigentlich so dämlich, aber doch so stimmig und passend und gut. Das ist kein Ort für ein Pferd. Ja, da habe ich dann mal wieder versucht zu reiten, was natürlich auch nicht geklappt hat, was natürlich aber auch verständlich ist. Ach, nachkommentieren ist immer so blöd. Da muss man sich die ganze Scheiße, die man da gespielt hat, nochmal angucken. Nein, natürlich nicht. So scheiße war das ja nun auch nicht hier. Also, sobald ich gleich das Pferd habe, ist es doch sowieso wieder alles gut. Na da, da ist doch schon wieder unser kleines Pferdchen Verzweiflung. Wo ist Kunibert eigentlich? Die Karte sagt mir, der ist ziemlich weit weg. Warum? Ja, jetzt hat er sich teleportiert. Also wenn ihr unten auf die Karte guckt, dann seht ihr das. Kunibert teleportiert sich die ganze Zeit. Achtung. Und... Ah, komm schon, teleportier dich, Kunibert. Blub. Da ist er auf einmal wieder vor uns. Der kleine Kuni. Ich hasse diese Viecher, ne? Diese Pirschs. Die sind grässlich. Ich muss alleine. Ich könnte natürlich jetzt auch mal ein bisschen reden, aber warum sollte ich reden? Ist ja hier, ne? Ihr seht doch das Spiel, was soll man denn dazu sagen? Nein, ich kann euch erzählen, was ich hier vorhatte. Die haben gesagt, man könnte damit irgendwelche Typen wieder erwecken. Mit diesem Schlüssel, den wir im letzten... Oder war das ein Schlüssel? Ich weiß gar nicht, was wir im letzten Part bekommen haben, dieses Teil. Und da habe ich mir gedacht, gucken wir doch mal bei dem hier vorbei. Und schnell gemerkt, das wird so nichts, weil man den nicht mal ansprechen kann. Toll. Tolle Sache. Gut. Dann halt nicht, dann suchen wir eben die verschollene Ruine. Das verschollene Teil da, was wir finden sollen. Ah, ich erinnere mich gerade an die Folge zurück. Oh ja, das wird eigentlich eine gute Folge. Die ist eigentlich schön. Da sind ein paar Rätsel. Und wir erforschen diese riesige Ruine. Und der Gähner. Ja, sagt, glaube ich, alles. Und mir fällt gerade auf, dass das Video hier gar nicht genau eine Stunde lang ist. Das Video ist eine Stunde vier lang. Hm. 13-Minuten-Parts wären dann circa 5 Parts. Ich guck mal, wie ich das schneide. Da wird sich schon irgendeine Lösung finden. Man muss ja nicht immer alles so genau nehmen. Kann ja auch mal ein bisschen mehr zum Beispiel in die Parts reinmachen, dass man dann halt nur 4 Parts hat, aber dafür dann mehr Parts. Mindestens ist das Pferd schnell. Also darüber kann man sich echt nicht beschweren. So langsam tot auch läuft, weil er nicht sprinten kann, das Pferd ist einigermaßen schnell, das muss man wirklich sagen. Auch wenn mir das Reiten hier gerade schon wieder richtig tierisch auf den Sack ging. Weil jetzt allein schon wieder die Ausdauer weg ist und man dann wieder brumms und nochmal brumm und Ladevorgang. Das ist ja schlimmer als bei Black Mesa hier. Mein Gott. Klageklippe. Da oben links ist, wie heißt der Typ hier? Irgendwas mit V. Wulgrim. Wulgrim. Zudem müssen wir ja irgendwann die Seiten bringen, wenn wir die alle gefunden haben. Vom Buch des Todes oder sowas, wie das auch immer hieß. Das erste Kapitel haben wir ja jetzt, glaube ich, ein bisschen weniger. Bisschen weniger als die Hälfte.
Mann, diese Reitwege immer. Unglaublich lang und nervig. Egal. Wir haben ja unser Pferd und Asche und solange wir unser Pferd und Asche haben, ist doch alles wunderbar. Hier bin ich jetzt übrigens nochmal in die falsche Richtung geritten. Ich weiß, ich wollte Folgendes zeigen. Ich habe es jetzt endlich verstanden und es funktioniert jetzt endlich. Achtung. Anvisieren und... Bäm, Stücke und Steine. Finde mystische Steinbissen. 2 von 34. Ja. Wir können sie nun endlich abschießen und benutzen, sag ich mal. Oh, Entschuldigung, plötzlicher Niesanfall. Nun gut. Wir sind gleich aber schon da. Der Weg ist nicht mehr so weit. Da hinten sieht man es schon so leicht angedeutet. Dort müssen wir rein. Und ich sag schon mal wieder, ciao, ciao, Asche. Flupp. Naja, das ist auch lustig. Ich gehe durch die Tür. Ratet, was passiert. Er folgt mir! Oh yay! Den müssen wir erstmal niedermetzeln, kaputt schnetzeln, weghauen, metzeln, wetzeln, letzeln und so weiter, ne? Ihr kennt das ja. So, öffnen wir die Truhe. Was ist da drin? Ein bisschen Geld, wie immer, und eine Sense, die wir einfach mal mitnehmen. Die zwar vom Schaden her, was ich gleich merken werde, besser ist, aber, halt nicht diese Perks hat, die meine Todesengelsensen haben. Ja, und dafür ist dieser Schlüssel. Wir können diese Viecher hier aufwecken. Und die haben unten so eine Kugel. Und die setzen wir dann einfach da rein. In dieses Ding für die Kugel. Rein. Da. Stup. Sind dann im Zielmodus. Können wir eigentlich auch so machen, glaube ich, oder? Nee, Moment, so ging das nämlich nicht. Nee, genau, wir müssen da rein, dann aktiviert sich das Teil und dann zielen wir mit der Kette da drauf, springen ab und auf die Kette drauf und können dann da drüber laufen. Ich frage mich auch immer wieder, warum die hier bei Darksiders 2 für jede kleine Cutscene die Balken oben und unten anzeigen. Das ist teilweise echt nervig. Also, der Typ ist jetzt aufgestanden, auf die Kette drauf. Das war jetzt eine 2-Sekunden-Sequenz und man hat von oben und unten die Balken bekommen. Naja... Hier folgt jetzt erstmal wieder ein Kampf mit irgendwelchen Drecksviechern, die anscheinend irgendwie, ja, wie nennt man das? Die sind ein bisschen infiziert? Nee, das kann man nicht sagen, oder? Keine Ahnung, was man dazu am besten sagt. Jedenfalls sind die Viecher ekelhaft und da kommen jetzt ganz viele von denen erstmal. Der Kampf dauert jetzt erstmal noch so eine Minute oder so bestimmt. Könnte hinkommen, eine Minute. Vielleicht auch nicht ganz so lange, ein bisschen kürzer. Aber der Hammer, den wir jetzt haben, der ist richtig geil. Sieht man, glaube ich, auch schon. Der bämst richtig rein mit seinen 530 Schaden Max. Oder so, glaube ich, war das. Boah, 665, wie krass. Das war ein Finishing Move. Die ich eigentlich immer ziemlich geil finde. So, da ist noch so ein Viech. Komm her. Wieder 525. Und der letzte Schlag wäre jetzt diese 600 Schaden gewesen. Aber dazu sind wir nicht mehr gekommen. Wir nehmen uns die Kugel. Und wir müssten da hinten eigentlich lang. Werfen auch schon mal so ein Ding dran und machen kaputt. Allerdings, ich bin ja nicht dumm. Da links haben wir nämlich noch mehr davon. Deswegen schnappen wir uns noch eine Kugel, werfen die da dran. Denn dahinter ist noch eine Schatztruhe. Ja, ja, eine Schatztruhe. Wieder bestimmt Geld, ja, massig Geld. Irgendwelche Sachen, die kein Mensch braucht. Hm, Normandengewand. Oder Nomadengewand. Da kommt man nicht rein. Da ist tot zu fett für. Oder einfach sieht gar keinen Sinn drin, da hinzugehen. Durch den Schlamm hier durch. Wieder eine Klettereinlage. Asche zeigt uns den Weg. Fliegt erstmal voll gegen die Wand. Erstmal hier hoch.
dann von der Wand weglehnen hier rüber. Das kann doch nicht sein, ey. Unglaublich hier. So, zack, die Bumm. Runter. Nicht hoch, runter. Ja, du sollst dich fallen lassen. Genau, richtig. Um die Ecke runter und dann sind wir auch schon da. Da unten ist jetzt so eine Treppe, so ein kleiner Weg. Und wir könnten entscheiden, in welche Richtung wir wollten, ob wir erstmal nach unten oder nach oben wollten, glaube ich. Oben ist allerdings zu. Ja, genau. Mal genau, naja, das war doch nicht hier mit dem Entscheiden. Nein, 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 das kommt erst später. Hier kommt gleich was richtig Krasses, wo ich mich erstmal voll erschrocken habe.